Hallo Leute, heute wieder ein kleines Tutorial in Sachen Maschinenpraxis. Diesmal werden wir hier das Werkzeug automatisch abnullen im Programm selbst und zeige ich euch, wie das wunderbar funktioniert. Ich werde auch den G-Code unten anlegen. Hier die kleine Minimill. Hier, ich starte mal die Maschine. Ist alles aus, wie wenn ihr es normalerweise einschalten würdet. Fahr die Referenzfahrt, damit die Maschine weiß, wo sie ist. Das ist die Position G53, Maschinen-Nullpunkt. Der Werkzeug-Nullpunkt ist bereits hier oben drüber gesetzt. Die Maschine hält diese G54-Position auch beim Ein- Ausschalten. Also immer in Relation zu Maschinen-Nullpunkt ist auch der Werkstück-Nullpunkt zu sehen. So, wir haben ein Programm geladen, das werde ich unten anhängen, dass das automatisch macht. Mein improvisierter Nullpunkt hier, eine ganz normale FR4 PCB-Platine, eine Elektroplatine angeschlossen. Ich kann das testen, ich habe eine LED und kann das testen, ob das auch auslöst. Das funktioniert soweit, dann starten wir mal das Programm. Der Fräser fährt jetzt automatisch auf die Werkzeugwechselposition und stoppt das Werkzeug. So, jetzt mache ich mal einen Bohrer rein. Fräser raus, Bohrer rein. Ja, geh rein, ziemlich tief rein. Ich habe nicht viel Platz. Das ist halt eine ganz kleine Fräse. Anziehen. So, jetzt kommt der Zauber, ein Signal an den Fräser, den Bohrer in dem Fall. Na, Krokodilklemme, geh ran. So, und meine Nullplatine, ich drücke Start. Die Maschine holt sich jetzt die Null. So, jetzt kann ich das wieder wegmachen. Drücke wieder Start. Die Maschine fährt das Bohrprogramm ab, fährt rüber auf die Werkzeugwechselposition, Werkzeug wird gewechselt, mache wieder meinen Fräser rein, wieder die Klemme dran, testen, ob es geht, passt. Und Start. Maschine fährt auf die Nullposition, holt sich die Null, wieder weg und Start. Und los geht's. So, das war's eigentlich schon fast. Ja, so wird ein automatischer Werkzeugwechsel auf einer Maschine durchgeführt. Sag mal Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Wir fahren noch die Feierabendposition an. Die ist immer nah beim Referenzpunkt der Maschine und schalten die Maschine aus und haben wieder Feierabend für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, immer die Infos gibt es auch auf dem IRC-Kanal. Meldet euch, loggt euch ein, es ist kostenlos. Es sind 130 Leute, die euch gerne zu behilflich sein sollten. Tschüss!